Hallo und herzlich willkommen zu mal was ganz Neuen, denn es ist vor ein paar Tagen ein neues Jurassic World Spiel rausgekommen fürs Handy. Primal Ops heißt es und ja, ich sitze jetzt hier auch gerade wirklich am Handy und will das jetzt gleich mal mit euch gemeinsam anspielen. Ich hoffe, das klappt alles mit der Aufnahme und sowas, weil ich habe sowas vorher noch nie gemacht mit dem Handy aufgenommen. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen und spielen einfach mal los. Ich habe auch noch nicht viel von dem Spiel gesehen, also ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass man Dinosaurier als Begleiter haben kann, das habe ich schon gesehen. Und da würde ich natürlich gerne den Triceratops und den Allosaurus haben, muss ich sagen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Also wir werden als erstes mal starten in der Schneelandschaft und werden von Dr. Omar Wilson, dem Operationsleiter, vorgeredet. Willkommen zu deiner ersten Auftragsmission. Ich bin Dr. Dann wird er unterbrochen von Janice Williams, Leiterin der Feldeinsätze. Omar, wir haben keine Zeit für Formalitäten. Du musst uns helfen, den Anführer dieses Wildererlagers zu finden. Und auch dabei, die Dinosaurier zu retten, die gefangen wurden. Wir fliegen jetzt mit einem Hubschrauber zu deinem Standort. Over and out. Oh, das hört sich gut an. Jetzt werden wir direkt ins Spiel geschmissen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe ewig kein Handy im Spiel mehr gespielt. Okay. Das kriegen wir aber hin. Also wir laufen auf jeden Fall in so einer Schneelandschaft rum. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Ich sollte mir diese Fußabdrücke ansehen. Vielleicht führen sie mich auf die richtige Fährte. Okay, und wie geht das? Vorne ist eine Lupe. Muss ich draufklicken? Ja, dann muss ich draufklicken. Sieht aus, als ob sie nach Osten gegangen sind. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, einen anderen Weg gibt es auch nicht. Also alles entspannt. Oh, mein Betäubungsgewehr ist für Dinosaurier gedacht. Aber ich denke, es funktioniert auch bei Wilderern. Ah, da vorne steht schon ein Typ. Okay, bleib mal. Oh, er schießt schon auf mich. Schieß! Okay, wir haben ihn. Vor allem ist nur so ein Betäubungsgewehr, genau. Ist einfach tot umgekippt. Und allein schon, wenn wir den so betäubt im Schnee liegen lassen würden, das wäre schon, ich glaube, ziemlich deadly. Aber ist egal. Er ist sogar im Schnee versunken, okay. Der lebt noch, Leute, kein Problem. Oh, das ist der nächste. Ich muss diese Wildere betäuben, um den Dinosaurier im Käfig zu retten. Ja, dann let's go. Oh, er kommt. Nahkampf. Oha. Knall sie weg. Okay, die gehen sogar in Cover. Das haben wir aber gut gemacht. Easy. Oh, hier vorne. Da ist der Käfig. Oh, unser erster Dino. Was ist das? Dr. Omar Wilson wieder. Das ist unfassbar. Er hat sofort eine Beta-Bindung zu dir aufgebaut. Das ist cool. Mit der Grady-Methode dauert das normalerweise Monate bis Jahre. Er wird dir gegen die Wilderer helfen, wenn du ihn rufst. Was ist denn das für einer? Ist das ein Coelophysis oder ein Troodon? Ich würde es gerne mal wissen. Okay. Werden wir bestimmt gleich rausfinden, was das für einer ist. Dann müssen wir es aber weiter. Da sind noch mehr Wilderer. Was ist das hier überhaupt? Ah, hier kann ich auch sliden auf diesem Pfeil unten rechts. Dann in der Sicherheit. Okay, ich sollte den Troodon auffordern, sich zu revanchieren. Ist also ein Troodon, der bestimmt ein Giftbiss, kann ich mir vorstellen. Da kommt er. Oha! Alter, der macht die beide weg. Das ist ja übel gut. Jetzt haben wir einfach den Troodon hier an unserer Seite. Oder geht der wieder weg? Ne, der rennt wieder weg. Schade. Aber ich kann den jetzt oben rechts rufen. Das ist cool. Ha, schlaues Tierchen. Ja, weiter geht's. Sehr praktisch, schon mal so einen Troodon zu haben. War auf jeden Fall easier, als das mit dem Gewehr zu regeln. Kann ich den nochmal rufen? Los, Troodon. Tu was für dein Geld. Da oben ist noch einer. Oha. Komm schon, Troodon. Sehr gut. Jetzt rennt er wieder weg. Aber wir können den jetzt wieder einsetzen. Ich weiß halt nicht, wie oft man das machen kann. Ich will es einfach mal testen, würde ich sagen. Okay, hier geht's nicht lang. So ungewohnt auf dem Handy zu spielen, das ist echt ewig her. Es ist so still, zu still. Okay. Gleich passiert irgendwas. Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Eieiei. Wo muss ich denn jetzt lang? Ist hier hoch? Nee. Ach, hier geht's auf der Straße weiter. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, da sind noch mehr Wilderer. Glaubst du, wir haben ihn verloren?
Oh, ein Rex. Eine Rippwilderer 1. Oh. Boah, wir sind auch fast draufgegangen. Wir wurden fast umgeschallert von dem Jeep. Halt still, er reagiert auf Bewegung. Jetzt ist nicht die Zeit, diese Theorie auszuprobieren. Zur Landezone. Okay. Ja, das ist die Jurassic Park 1 Theorie von Alan Grant. Nicht bewegen. Don't move. Ich renne aber einfach mal. Gar keinen Bock gefressen zu werden. Oha, er kommt. Ich glaube, ich kann gar nichts steuern. Ich drücke wie so ein Wilder auf dem Handy, um zu rennen. Boah, er macht sogar die Brücke platt. Crazy. Ab an den Heli. Wie ein wahrer Held. Jurassic World Primal Ops. Mission abgeschlossen. Juhu. Mission Nummer 1. Geglückt. Sehr schön. So. Das haben wir gut gemacht. Wir haben jetzt auch Punkte bekommen. 362 von irgendwelchen Punkten. Damit kann man vielleicht auch Dinos oder so aufwerten, könnte ich mir vorstellen. Ich habe halt nie so Handyspiele gespielt. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Bevor du beginnst. Mit Annehmen bestätigst du die Euler und die Datenschutzrichtlinien. Okay. Das ist übrigens Blue gerade links. Wie schön. Na komm schon, lade. Ja, bis jetzt klappt das gut. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert auch, sonst wäre es natürlich fail. Aber so spielerisch fühlt sich das gar nicht schlecht an. Und das Spiel ist auch kostenlos, also das könnt ihr euch auch runterladen auf dem Handy oder auf dem Tablet. Ich glaube, offiziell ist es Donnerstag rausgekommen. Ich glaube schon. Oder Freitag, eins von beiden. Nee, Donnerstag müsste es gewesen sein. Aber warum passiert jetzt nichts? Na okay, jetzt lädt's nochmal. Mal ebenso. Das ist ein gefährlicher Job. Lass uns dein Alter überprüfen, um sicher zu gehen, dass du dem Druck gewachsen bist. Okay. Ah, Leute, ihr müsst jetzt mal einmal die Augen zumachen. Das wollen wir nicht wissen. Ganz schwierig. Dr. Omar Wilson, da ist er wieder. Es mag ein wenig spät für eine formelle Begrüßung sein, aber im Namen des Departments of Fish and Wildlife willkommen bei der Task Force Primal Ops. Ich habe sogar eine Tasse von dieser Corporation, aber leider habe ich jetzt gerade die Jurassic Park Tasse am Start. Das heißt, nächstes Mal gibt's die andere Tasse. So. Unsere Aufgabe ist es, Dinosaurier in der Wildnis vor Wilderern, Schmugglern und Schlimmeren zu schützen. Das hört sich gut an. Hier sind ein paar Kistenschlüssel. Schauen wir doch mal im Shop, wofür sie gut sind. Let's go. Oha. Jetzt wird hier Case Opening gemacht. Der Einstieg ins Gambling. Gewöhnliche Dinosaurierkiste. Garantiert gewöhnliche Dinosaurier-DNA. Machen wir das mal. Ah, das können wir jetzt aber von den Punkten kaufen, die wir erspielt haben. Das ist doch schon mal cool. Das heißt, man muss kein Echtgeld investieren. Man kann es bestimmt, aber ja, so funktionieren halt Handy-Games. Wir werden es natürlich erstmal nicht machen. Oder am besten gar nicht machen. Mal gucken, wie lange wir es überhaupt spielen werden. Also erstmal testen ist es jetzt gerade. Oh, Case Opening! Cristiano Ronaldo! Sü! Nee, da ist er nicht. Was ist das? Ein T-Rex-Symbol? Ist das ein Triceratops? Boah, wenn das ein Triceratops ist, wäre heftig. Und wir haben 875 von diesen Punkten bekommen? Haben wir jetzt Gewinn gemacht? Ich glaube schon. Einsammeln. Das wäre bestimmt gut, oder? Ah ne, ist ein Agu-Yaceratops. Boah, der hat aber coole Hörner, mega lang und so geschwungen. Ist doch schon mal ein Anfang. Also ich will natürlich einen Triceratops haben, aber damit lässt sich schon arbeiten. Ein Agu-Yaceratops. Und er ist bereit für die nächste Mission, für deine nächste Mission. Let's go. Hört sich gut an. Gehen wir mal in die nächste Mission. Dino-Begleiter brauchen eine Weile, um ausgebildet zu werden. Aber mit deinem Trodan hast du sofort eine Beta-Bindung aufgebaut. Mal sehen, ob du es bei deinem neuen Agu-Yaceratops auch schaffst. Okay, den können wir jetzt hier ausrüsten. Und jetzt können wir spielen. Der ist jetzt auch dabei, also ich glaube, jetzt sind beide dabei. Da steht auch eine Stärke. Der ist sogar ein bisschen stärker als der Trodan. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn der angreift. Irgendwie ist das chillig, am Handy zu zocken. Wir haben Berichte über Wilderer in deinem Gebiet, in diesem Gebiet. Sie sind hinter den Eiern her. Mhm. Ich will auch Dinosaurier-Eier. Dinosaurier zu jagen ist schon schlimm genug. Aber warum sind sie hinter den Eiern her? Keine Ahnung. Aber was wichtig ist, dass wir die Nester schützen. Das kriegen wir hin.
Oh, ein schönes Biom. Das sieht ja richtig nice aus. Aber ich habe jetzt hier rechts auch keine Anzeige für den Triceratops oder so. Also Argyraceratops. Ich nenne den einfach Triceratops, also seid mir da nicht böse, weil das kann ich, glaube ich, nicht aussprechen sonst. Ah, da ist er jetzt. Ich wette, ein Agu... Wir brauchen einen Spitznamen für dich. Agu. Das, wir nennen ihn jetzt Agu, ist mir egal. So, wir sollen ihn auf jeden Fall einsetzen. Da, oh, wie groß er ist. Holy shit. Oh mein Gott. Der rastet ja komplett aus. Los, Trodan, du auch. Jawohl. Ehre. Yes, wir haben sie. Wir können ja sogar dann so Punkte einsammeln. Das ist cool. Hä, voll gut. Schon mega stark mit den zwei Dinos. Komm, nochmal. Agu, mach es. Du schaffst es. Und Trodan, du auch. Ich glaube, der Trodan ist tatsächlich aber eher für so Menschen. Und der Agu wahrscheinlich eher für größere Sachen. Autos oder so. Oder größere Gruppen oder sowas. Ja, die machen das aber gar nicht schlecht, die Dinos. Helfen mir auf jeden Fall ungemein. Ich habe bestimmt schon tausend Sachen übersehen. Ich weiß halt auch nicht, was man hier wirklich bedienen kann und wo man was finden kann. Vielleicht sollte ich mich mal mehr umsehen oder so. Gott, das mit den Zielen habe ich auch noch nicht so drauf, bin ich ehrlich. Oh Gott. Ich muss mein Dino rufen, ich krieg das jetzt nicht hin. Völlig überfordert noch. Zieht der automatisch? Ich dachte, der zieht automatisch. Okay, dann kann ich gar nicht so viel falsch machen. Boah, ist halt gerade voll geleckt. Holy shit. Tschüss. Sehr schön. Und los, Trodan. Tschüss. Ich glaube, ich muss auch manchmal nachladen. Drück halt die Taste, aber nichts passiert. Ich glaube, das liegt daran, dass der nachladen muss. Sieht alles so unkoordiniert aus, wenn ich das hier spiele. Tut mir echt leid. Oh, hier ist sogar so ein Fieder, oder? Hier ist auch Boden. Was geht's? Agu! You can do it! Das sind Cover-Sliden, sollte ich vielleicht auch öfter benutzen. So ein bisschen laggen tut's leider auf meinem Handy. Halt auch nicht das allerbeste Handy, aber auch nicht das schlechteste. Aber kann ich nicht ändern. So schlimm finde ich es nicht. Die Eier, da sind sie ja. Werde diesen Barbaren los. Bringt die Eier in Sicherheit. Okay. Ja, Zeit für unseren Agu, würde ich sagen. Und für den Trodan. Ich finde das geil, wie der Agu da so durchrennt. Und alles platt macht. Ich find's auch geil, dass ich immer den Namen ändere. Agu, Agu. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Mit den zwei Dinos war es auch gar nicht so schwer. Ausgezeichnete Arbeit. Diese Eier sind in unseren Laboren sicher. Sobald sie geschlüpft sind, können wir sie sicher wieder in der Wildnis entlassen. Oh nein, da unten waren noch Punkte. Ich habe sie nicht mitgenommen. Oh nee. Mission abgeschlossen. Das war doch gar nicht schlecht. 462 Punkte. Ich weiß nicht, was diese anderen Sachen da bedeuten. Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Aber ich bin ehrlich, ich möchte noch eine Kiste öffnen. Das wäre schon ganz cool. Melde dich an, um Fortschritt auf mehreren Geräten zu erhalten. Später. Machen wir natürlich nicht. Nicht noch. Du hast genug Erfahrung gesammelt, um deinen Trodan aufzuleveln. Öffnen wir deine Dino-Auswahl. So, da ist der Trodan. Okay, wo sieht man das Level? Wahrscheinlich da oben links, dieser Rang ist das, ne? Machen wir das mal. Aufleveln. Sehr cool, jetzt ist er Level 2. Können wir es nochmal machen? Ja, wir können es nochmal machen. Wir brauchen dafür diese T-Rex-Punkte, diese bronzefarbenen. Und wir brauchen davon auch was von den Münzen. Seht ihr unten rechts. Machen wir jetzt aber nicht nochmal. Gehen stattdessen mal hier rein, in den Agu, würde ich sagen. Ja, können wir gerade gar nicht. Das ist wahrscheinlich, weil es noch Tutorial ist. Okay. Gehen wir mal zu den Tierführern. Und da haben wir Mike Riley, das sind wir. Den können wir auch aufleveln. Ah, okay, dann steigt, glaube ich, auch die Chance,
Aber der Schaden steigt, die Stärke steigt und die Gesundheit. Ich glaube, man kann auch neue Fähigkeiten lernen. Da stand gerade irgendwas, die Chance, dass Leute betäubt werden oder so, steigt. Aber das werden wir dann noch erfahren, denke ich. Mike Riley und dein Trudern sind jetzt stärker. Du bist also bereit für eine weitere Mission. Okay. Ich will in den Shop. Ich will noch einen Case öffnen. Okay, ja, ist nicht weiter schlimm. Aber Leute, ich würde sagen, das soll jetzt erstmal so der erste Einblick in Primal Ops gewesen sein. Sehr cool fand ich das eigentlich, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall mal was anderes und sehr interessant. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann können wir das gerne mal gemeinsam weiterzocken. Ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.